So, hier hinten ist sonst nichts. Aber die hier, die habe ich nämlich übersehen beim letzten Mal und die kennen wir beide. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren in einem Schlaganfall gestorben. Sie wollten wohl sagen, der Mann war 1,5 Stunden lang tot und seine politischen Gegner haben genügend Propaganda gemacht, sodass der Name des Krankenhauses schließlich geändert wurde. Er kann sich nicht mal an seinen eigenen Namen erinnern, wenn ihm die VI in seinem Kopf ihn nicht sagt. Glauben Sie mir, wir wissen hier genau, wenn jemand tot ist. Der oberste Gerichtshof sagt, dass er am Leben ist. 5 Richter sagen, dass er am Leben ist und 2 von denen hat er noch selbst ernannt. Der Name bleibt, wie er ist. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus zu nennen. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. Okay, jetzt wiederholt sich. Sie wollten wohl sagen, der Mann war 1,5 Stunden lang tot. Ich verstehe bloß jetzt nicht, worauf ich gehen soll. Ich gehe mal auf die Krankenhausempfangsdame. Wenn eine VI ihren Körper betreibt, ist das nicht Leben. Sind Reaper Husks etwa lebendig? Das haben Sie gerade nicht wirklich gesagt. Aber es ist doch dasselbe, oder etwa nicht? Er kann gehen und macht Geräusche genau wie Sie. Na schön. Anscheinend bin ich nur noch von Zombies umgeben. Danke, es hat lang genug gedauert, bis sie den Hinweis verstanden hat. So, ich habe die Diskussion insgesamt nicht ganz verstanden, aber wir werden es immer mal wieder erleben, dass wir irgendwelchen Diskussionen beiwohnen und uns dann für eine Seite entscheiden können. So, eigentlich wollte ich aber gar nicht wegen denen hierher kommen, sondern wegen den beiden. Wir kennen Dr. Michelle und Dr. Chakwas und die haben, glaube ich, auch ein kleines Gespräch geführt miteinander. Das habe ich jetzt halt schon gehört, als ich dran vorbeigegangen bin bei denen beim ersten Mal. Aber wir wollen noch richtig mit denen reden, natürlich. Shepard, da sind Sie ja. Dr. Chakwas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams' Belastbarkeit und Dr. Michelles Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Ich würde denken, Dr. Michelle kennen wir auch schon von der Citadel. Das war, glaube ich, im ersten Teil diejenige, die, als wir Garrus zum ersten Mal getroffen haben, von ihm gerettet wurde, sozusagen. Ich glaube, die war das. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Es ist 6 Monate her. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut. Ich hatte Glück. Nach der Beschlagnahme der Normandy wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecher verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt worden. Ihr Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Auf jeden Fall. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. An Dockbucht D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht zu früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. So, denn ich weiß noch, ich hatte, als wir die erste Begehung auf dem Schiff gemacht hatten, in der Krankenstation gesagt, Dr. Chakwas ist immer noch hier. Das stimmte aber überhaupt nicht. Die war gar nicht mehr hier. So, die stand nämlich noch hier rum im Krankenhaus. So, wir wollen aber auch noch mit Dr. Michelle reden, natürlich. Commander Shepard, schön, Sie zu sehen. Dr. Michelle, es ist lange her. Die kleine Klinik in den Bezirken haben Sie weit hinter sich gelassen. Danke Ihnen. Sie haben sich um Fist und seine Schläger gekümmert. Wo ich sonst wohl wäre. Jetzt bin ich Chefärztin einer Präsidiumklinik. Sie gaben mir diese Chance. Chefärztin? Sie sind sicher wegen Lieutenant Commander Williams hier. Wie geht es, Ashley? Stabil. Keine Anzeichen von Hirnschäden durch die Erschütterung. Aber der mehrfache Schulterbruch muss erst noch heilen. Bettruhe unter Aufsicht ist das Rezept der Stunde. Ein Besuch wäre sicher willkommen. Ja, deswegen bin ich ja auch noch hiermit. Der Krieg hat viele Verletzte obdachlos gemacht. Wie bewältigen Sie diese Zusatzbelastung? Bis jetzt geht's, aber alle Citadel-Krankenhäuser bereiten sich auf das Schlimmste vor. Die Docks werden zwar streng überwacht, aber wir können die Leute nicht ewig da draußen lassen. Wie steht's mit Ihren medizinischen Vorräten? Im Moment noch gut, aber ich mache mir in der Tat Sorgen um die Zukunft. Unsere Reserven werden zwar bewacht, aber die Kriegsgewinnler sind schon unterwegs. Bei einer so großen Einrichtung haben Sie sicher viele Untergebene.
Wir haben 12 Vollzeitärzte und mehr als 50 Pflegekräfte. Ziemlich überwältigend. Ganz anders als früher in den Bezirken. Das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Ja, und wir haben gehört, es gibt nicht bloß die direkten Probleme im Krieg, sondern auch natürlich, was die Vorratsbeschaffung angeht. Und in der Citadel werden wir auch ganz groß auf die Flüchtlingsproblematik stoßen. Hier kommen ganz, ganz viele Flüchtlinge an, die nicht aufgenommen werden können oder wollen. Kann man beides so sehen. Und da werden wir noch auf große Zwiste stoßen. So, und hier haben wir auch jemanden, den wir kennen. Wir haben ja eine Mail gekriegt. Thane steht hier jetzt rum. Commander, als ich von der Erde hörte, wollte ich Sie anrufen, bin aber nicht durchgekommen. Thane, schön, dass Sie noch in Form sind. Meine Krankheit tötet langsam. Bei guter Pflege und gesundem Lebenswandel habe ich noch ein paar Jahre. Laut Prognose müsste ich längst tot sein. Ich trainiere nur, weil es mir Spaß macht. Was machen Sie hier? Eine Freundin besuchen, die wegen mir verletzt wurde. Ashley. Die Dunkelhaarige auf der Intensivstation. Sie beginnt bald in meiner Gruppe mit der Physiotherapie. Das ist sie. Wenn sie Ihnen etwas bedeutet, helfe ich ihr so gut ich kann. Solange sie hier ist, steht sie unter meinem Schutz. Das weiß ich zu schätzen. Mein Leben ist fast vorbei. Ein guter Zeitpunkt für Großzügigkeit. Das Kepral-Syndrom hat die meisten meiner Pläne durchkreuzt. Ach ja, ich muss sagen, ich mag Thane. Ich habe auch gelesen, es gibt Leute, die ihn überhaupt nicht leiden können, weil sie ihn langweilig finden und weil er ein übelster Whiner ist. Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde ihn eigentlich ziemlich interessant, weil er halt im Angesicht des Todes einen ziemlichen Lebenswandel durchmacht und auf einmal Wiedergutmachungen betreiben will, sozusagen. Und das finde ich eigentlich gar nicht so doof und finde es eigentlich ganz interessant. Das ist eigentlich ein interessanter Charakter, den sie da gezeichnet haben. Halt auch im Kontrast zu den anderen Charakteren. Ist halt was ganz anderes. Und er macht sich halt auch immer diese Vergänglichkeit bewusst. Oder macht auch einem selbst, wenn man mit ihm redet, immer diese Vergänglichkeit bewusst. Finde ich auch ganz interessant. Ich habe mit der Normandy eine wichtige Mission und könnte sie brauchen. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich brauche täglich medizinische Pflege. Und Sie wollen bestimmt gegen die Reaper vorgehen. Dafür brauchen Sie die Besten. Und dazu gehöre ich nicht mehr. Sie müssen nicht mit Kroganern ringen oder Hälse brechen. Wir finden sicher eine leichtere Arbeit. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Es kommt der Moment, an dem man sich aus Krieg und Konflikt zurückziehen muss. Für mich ist er schon gekommen. Ja, Thane wird nicht mehr mit uns kämpfen. Der hat seinen Frieden gefunden. Und das ist auch okay so. Ich meine, wir haben es versucht, aber er lehnt halt ab. Und jetzt wissen wir es, er wird nicht mehr kämpfen. Wissen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben? Ich war bei vielen Ärzten. Der Beste hat mir 3 Monate gegeben. Vor 9 Monaten. Es ist befreiend, keine Verpflichtungen zu haben. Keine Verantwortung. Keine Ängste. Ein wirklich gutes Ende. Finde ich auch ziemlich interessant und eigentlich ziemlich schön. Also ich kann mir das vorstellen, dass es ein befreiendes Gefühl ist, wenn man wirklich von seinen Verpflichtungen erlöst ist sozusagen und wirklich jeden Tag, jeden weiteren Tag als ein Geschenk ansehen kann. Auch wenn man weiß, es dauert nicht mehr lange, bis man stirbt, aber wenn man einmal, dass man wirklich jeden Tag als ein Geschenk ansehen kann, weil niemand denkt, dass man so lange gelebt hätte und andererseits, dass man insofern die Krankheit besiegt hat, dass man jegliche Prognosen hinweggewischt hat sozusagen. Also ich glaube, das ist auch irgendwo, jeder einzelne Tag ist dann, glaube ich, auch ein Sieg für ihn über die Krankheit dabei. Haben Sie große Schmerzen? Zeitweise. Die Sauerstofftransferproteine bilden sich nicht richtig. Bei Ihnen heißt das Hämoglobin. Dadurch ist mein Blut sauerstoffarm. So tief ich auch einatme, alles juckt und ist taub. Und das ist noch das Harmloseste. Zum Zustand meines Gehirns kann ich nichts sagen. Mir wird nur manchmal schwindelig. Ich nehme an, noch wird es okay sein, wenn dir nur manchmal schwindelig wird, aber das ist schon krass. Also in dem Zustand geht's wahrscheinlich noch, wenn es nur Taubheit und Schwindelgefühl ist, aber das wird natürlich extremer dann mit der Zeit und irgendwann wird er halt einfach ersticken. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Für Sie auch. Und keine Sorge. Ich habe gute Ärzte. Und meine Söhne besuchen mich. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten. Bis wir uns wiedersehen, Shepard. Ich wusste gar nicht, dass du mehrere Söhne hast. Ich dachte, du hast nur Kolliat. Ach ja, diese verdammte Festplatte, die externe, die wird aus irgendeinem Grund in letzter Zeit bei mir immer vom Computer abgelehnt, irgendwann mal. Und deswegen unterbricht es dann bei mir die Aufnahme. Jedenfalls, die Aufnahme ist gerade mir abgeschmiert. Glücklicherweise erst direkt nach dem Gespräch mit Thane. Ich war zwar schon eine oder zwei Minuten weiter und das wurde dann kaputt gemacht, der Rest der Aufnahme, aber ich konnte es dann nochmal nachspielen hier vom Beginn des Krankenhauses an. Und so machen wir uns jetzt auf in den hinteren Teil des Krankenhauses und schauen uns dort mal ein bisschen weiter um. Denn auch da können wir noch Nebenmissionen absahnen. Und das wollen wir natürlich gerne tun. Ja, ich versuche die Grissom Akademie zu erreichen. Sie haben biotische Verstärker-Interfaces, die ich vielleicht für die Anwendung durch Asari adaptieren kann. Nein, ich bekomme einfach keine Verbindung. Laut Ansage ist das Kommunikationssystem der Station offline. Natürlich. Wenn diese Interfaces unseren Elite-Soldatinnen im Feld helfen, bleibe ich so lange dran wie nötig. Tja, auch da gibt's wieder eine Nebenaufgabe und die führt uns zur Grissom Academy. Also gut, dass wir erst hier waren und nicht direkt zur Grissom Academy hin sind. Und ich kann schon mal verraten, inwiefern das jetzt Auswirkungen hat mit diesen Nebenaufträgen. Wir werden da jetzt, ich weiß gar nicht, ob es eine direkte Belohnung dafür gibt, auf jeden Fall werden wir aber Kriegsaktivposten dazu gewinnen dadurch, die uns dann eben bei der Bereitschaft der Galaxie im Kampf gegen die Reaper helfen können. Und das ist natürlich noch viel mehr wert, als irgendwelche kleinen Belohnungen zu bekommen. So, schauen wir mal hier hinten noch weiter. Ich glaube, hier drin gibt es nichts, oder? Ach doch. Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotech-Upgrades für den Kampf gegen die Reaper. Ja. Ich weiß, dass die Isma-Grenze nicht sicher ist. Ja. Ja. Aber wenn wir die Prototypen nicht zurückbekommen, wird dieses Projekt überhaupt nichts erreichen. Also wir sehen... Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich melde mich, wenn sich irgendwas ergibt. Also auch hier sehen wir, gibt es wieder was zum Einsammeln. Wir können überall helfen. Die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen ist ja gut, das wissen wir doch schon mittlerweile. So, und hier hinten... Ja, aber der Klongewebeersatz dauert Monate. Sie werden eine Prothese brauchen. Ja. Aber nein. Ich empfehle dringend, vor der Operation mit unserem Psychiater zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich melde mich, wenn sich irgendwas ergibt. So, mehr gibt's hier leider nicht. Als ich in dem Gespräch war hier von denen, da ist mir vorhin die Aufnahme abgeschmiert. Ja, wir können immer wieder die Gespräche noch weiterverfolgen, noch so ein bisschen. Jedes Mal, wenn wir vorbeikommen, wird da halt noch ein bisschen mehr drüber geredet. Und ich glaube, in dem Raum war ich gar nicht drin vorhin, ne? Also, was sag ich? Quatsch, vorhin, was sag ich denn? Ich meine, als ich zum ersten Mal hier war. Ich weiß auch gar nicht, was hier drin ist, was es hier gibt. Offenbar gar nichts. Ach, ich weiß, was hier dann sein wird. Okay, nee, hier ist gar nichts jetzt. Da wird aber später mal noch was sein. Das werden wir dann noch sehen. Jetzt wollen wir aber erstmal hier hin, denn wir wollten ja eigentlich Ashley besuchen gehen. Ich will eine Antwort, Lieutenant Commander. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich brauche noch Zeit. Sie bekommen meine Antwort. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Odina, ich habe Ihre Mail gekriegt. Schon entschieden? Ob ich ein Spectre werde? Noch nicht. Es ist eine Ehre, aber... Ich weiß nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Eine große Entscheidung. Nachdenken schadet nicht. Hier für Sie. Ich dachte, Sie hätten vielleicht etwas Freizeit. Danke. Sehr nett. Ich gehe hier schon die Wände hoch. Wie geht es Ihnen? Ganz gut soweit. Die Schwester sagt, sie hätten nach mir gesehen. Ich war bewusstlos. Wir hatten keine Zeit zum Reden, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Ja, ich war nicht sicher, ob Sie das wollen. Sie haben auf dem Mars klargemacht, wo Sie stehen. Was meinen Sie damit? Sie gehören nicht mehr zu Cerberus. Fall abgeschlossen, Ende. Es ist wahr. Okay, Kontakt abgebrochen. In Ordnung. Es ist nur, wenn Sie die Befehle geben, muss ich auch auf Sie zählen können. Stimmt, das Buch, das haben wir ja gekauft im Krankenhaus. Also das hatte ich auch mit nachgestellt dann in der, als ich das nochmal neu gespielt hatte. Da hatte ich auch genau dieselben Bücher wieder gekauft. Das ist wahrscheinlich eins von den beiden Büchern gewesen. Und ich nehme an, dass es nicht das von Rumi sein wird, so rum. Na gut,
Wieder die alte Leier bei Ashley. Irgendwie kann sie uns immer noch nicht richtig vertrauen. Sie glaubt immer noch nicht so richtig dran, dass wir noch derselbe sind wie vor dem ersten Tod, sozusagen. Das geht mir genauso. Da draußen herrscht Chaos. Wir haben nur die Leute um uns herum. Wir müssen einander trauen, sonst klappt's nicht. Abgemacht? Abgemacht. Mann, die sieht echt übel aus im Gesicht. Ruhen Sie sich aus. Wenn Sie was brauchen, geben Sie Bescheid. Shepard, Moment. Da ist noch etwas. Ich wusste nicht, ob ich's erwähnen sollte. Worum geht's? Meine Familie auf der Erde. Ich habe nichts von ihr gehört. Es macht mich verrückt. Aber sie sind beschäftigt. Wir können später reden. Ich habe jetzt auch Zeit. Okay, sie sagt gar nichts weiter. Wir müssen nachfragen. Alles klar. Na dann wollen wir mal ein bisschen untersuchen, was so mit Ashley passiert ist, seit wir sie das letzte Mal im Team gehabt haben. Und das war am Ende von Mass Effect 1. Was hat es mit dem Lieutenant Commander auf sich? Der alte Williams-Familienfluch lässt nach. Ich war sicher, bei Gunnery Chief ist Schluss. Sie haben es sich redlich verdient. Das dachte ich auch. Bis Aiden Prime. Der Verlust von 212. Sie wissen. Es waren die Reaper. Sie haben alles gegeben, um uns zu helfen und überlebt. Aber jeden unter meinem Kommando zu verlieren, war hart. Ich vergesse keinen von ihnen. Jetzt brauchen wir sie erstmal einsatzfähig. Ich komme zurück. Und als erstes ramme ich ihnen dann ihre Metalltentakel tief in den... ich kämpfe ehrenhaft und mutig. In Ordnung, Lieutenant Commander. Ist es nicht eigentlich unbequem, so da zu hängen wie sie, so ganz leicht den Oberkörper angebeugt? Ich meine, das ist doch mit der Zeit anstrengend für den Bauch, oder? Naja, egal. Ich habe nichts von ihnen gehört, als ich Gast der Allianz war. Ich konnte nicht. Sogar als Anderson mich herbefohlen hat. Es war schwierig. Schon okay. Das ist vorbei. Neuer Anfang. Ich brauche noch Zeit. In Ordnung, aber nicht zu viel. Die Bösen machen keine Kaffeepause. Okay, was wird das? Heilung durch Schuldgefühle? Scheint zu klappen. Wäre aber auch mal interessant, wenn man die Reaper bei einem Kaffeepäuschen treffen würde, oder? Vielleicht sind sie da ganz cool und unterhalten sich drüber, was sie am Tag davor im Kino gesehen haben oder so. Stell ich mir interessant vor. Wenn sie sich dann so treffen, so auf ein kleines Käffchen oder auf einen Mokka, so am Abend in der Bar. Warum nicht? Ist doch schön. Familie auf der Erde? Mutter und drei Schwestern. Die jüngste, Sarah, war auf Hochzeitsreise. Hat einen Soldaten geheiratet, Thomas. Er wurde zurückbeordert und sie blieb allein. Wir haben telefoniert. War ziemlich hart. Denke ich mir. Ich habe sie immer alle beschützt. Selbst wenn ich im Einsatz war, wussten sie, dass sie mich anrufen konnten. Ich sagte, sie soll zur Citadel kommen. Dann warten wir gemeinsam. Die Familienverhältnisse von Ashley kennen wir doch eigentlich. Wir haben sie doch im ersten Teil befragt dazu. Naja gut, aber das muss man ja nicht zwangsweise gemacht haben und vor allem muss man ja auch nicht zwangsweise die ersten beiden Teile gespielt haben, um den dritten zu spielen. Also ist es vielleicht nicht so abwegig, dass es hier nochmal einfach mit aufgegriffen wird am Rande. Kann schon passen. Wir können uns keinerlei Streit leisten. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir einander vertrauen. Ich wollte professionell sein und die Familiensachen für mich behalten. Ich weiß nicht, wie sie das alles verarbeiten können. Ich habe auch schwache Momente. Es beruhigt mich, das zu hören. Haben Sie was von der Erde gehört? Es kommen ständig neue Berichte rein. Die Hälfte davon ist wilde Spekulation. Und der Rest ist zu optimistisch, um wahr zu sein. Wir müssen glauben, dass wir etwas tun können. Als ich dachte, sie wären tot, habe ich die Hoffnung verloren. Aber nach ihrer Rückkehr war ich bereit, alles zu glauben. Ich meine, es ist sicher keine Lösung, wenn jemand dem schwarzen Mann ins Gesicht ballert. Aber wenn sie es für sinnvoll halten, mache ich's. Das klingt wie die Ash, die ich kenne. Sie war bereit, alles zu glauben, aber uns glauben, dass wir nichts mehr mit Cerberus zu tun haben, wollte sie nicht, ne? Das hat erst bis jetzt gedauert. Und ich weiß nicht, ob sie es jetzt wirklich akzeptieren kann für sich. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Sie auch, Shepard. Lauf nicht weg! So, lassen wir Ashley mal hier liegen.
und machen uns wieder auf, zurück, weg vom Krankenhaus. So, ansonsten, hier sollte es jetzt erstmal nichts mehr geben. Später wird ja auf jeden Fall noch was anfallen. Wir werden auch nochmal mit Bane später reden. Aber das wird sich dann alles später noch ergeben. Willkommen, Commander Shepard. Und wir sehen, wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja, ja. Und wir sehen, es gibt ein paar Ziele mehr anzusteuern jetzt. Wir haben jetzt noch, Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Dankeschön, Avina. Das Normandy-Dock, Bucht D24, ich glaube, das hat mir... Wenn Sie Fragen haben, ersuchen Sie bitte ein Erwiderungsmodell, Alter, nerv mich nicht. Ich glaube, das hatten wir schon vorher, oder? Oder kommen wir da direkt zur Normandy zurück? Alter, ist doch mal gut jetzt! Die macht mich fertig. Nee, ich glaube, das ist jetzt direkt zur Normandy und das ist der Wartebereich, den wir schon kennen. Also gehen wir mal... Wenn Sie Fragen haben, ersuchen Sie bitte ein Erwiner-Terminal um Unterstützung. Die ist nervig, oder? Wir gehen mal zu den Citadel-Botschaften, bevor sie wieder anfängt. Eieiei, ist die penetrant. Ist ja Wahnsinn. So, mal sehen, ob das jetzt noch geht. Und diesmal steht hier eine andere. Und zwar hatte ich noch gesehen, nach den Gesprächen mit dem Rat und Udina stand nämlich James hier vorne am Fenster. Und da hätte man wahrscheinlich mit ihm reden können. Leider... In Ungnade gefallen? Was? Ich bin gar nicht in Ungnade gefallen. Ne, und da hätten wir wahrscheinlich auch mit ihm hier mal reden können, aber jetzt sieht das wohl anders aus. Jetzt gibt's ja wahrscheinlich noch einen Nebenauftrag. Aber ich brauche Beweise. Ihr Wort ist nicht ausreichend. Ich begreife die Lage durchaus. Natürlich lese ich täglich die Namen der Gefallenen, aber... Bitte. Bitte, eine Fortsetzung der Suche könnte für meine Familie ein Leben in Frieden bedeuten. Wird jemand im Einsatz vermisst? Mein Sohn Bilal. Und die Bürokratie hat offensichtlich kaum Mitgefühl. Ich bin Botschafter Dominic Osoba. Der Trupp meines Sohnes kehrte von einer Mission auf Benning ohne ihn zurück. Sie trinken im Flux, sehen mir aber nicht in die Augen. Ich bezahle für jede Information. Falls Bilal noch lebt, wollen wir ihn zurück. Falls nicht, können wir beginnen, ihn zu betrauern. Wenn ich was finde, gebe ich Bescheid. Danke. Dadurch komme ich in jedem Fall etwas zur Ruhe. Ein weiterer Nebenauftrag. Und ich fand den Sprecher sehr seltsam, den Synchronsprecher. Oh, ist das ein Durcheinander hier. Na gut, hier gibt's ansonsten nichts mehr, aber wir können drüben nochmal schauen. Also damit muss man halt ein bisschen leben. Hier ist halt, also es passt ja auch insofern, dass auf der Citadel tatsächlich ein großes Durcheinander herrscht. Und das wird hier eigentlich nur wiedergespiegelt letztendlich, ne? Aber es ist schon ein bisschen anstrengend auf Dauer. Naja, was soll's. Gibt's da bei der Alten was Neues? Oh, hallo, Ma'am. Ma'am? Das Gespräch hatten wir doch schon, junge Dame. Du sollst mich Theresa nennen. Mein Sohn konnte dich zwar wegen dieses verdammten Krieges nicht mehr heiraten, aber für mich gehörst du trotzdem zur Familie. Nichts wird daran etwas ändern. Natürlich, Theresa. Ich komme später wieder in der Mittagspause, wenn du möchtest. Ich lade dich zum Essen ein. Was hältst du davon? Sehr gerne, Theresa. Danke. Ja, die Dame ist wohl leider ein bisschen verwirrt. Wir haben das im ersten Gespräch hier schon mitgekriegt in der Citadel von ihr. Aber jetzt wird es nochmal umso deutlicher, dass sie doch ein bisschen neben der Spur steht. Und die Empfangsdame muss dann halt insofern drunter leiden, dass sie einfach mal mitspielen muss, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen. Und hier haben wir den Spectre, der uns angeschrieben hat. Hier ist John Dumbau. Commander Shepard, John Dumbau, Special Tactics and Recon. Ich habe Informationen, dass hochrangige Hanabeamte indoktriniert sein könnten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was haben Sie? Beweise für einen Angriff eines Allianzteams auf eine batterianische Forschungsstation, die Reaper-Technologie studiert hat. Die Batterianer hatten Reaper-Technologie? Der Angriff endete in einem Massaker. Und die Menschen hatten am Ende nichts. Ein Stromausfall sollte den Vorfall vertuschen. Es hätte Krieg gegeben, wenn die Batterianer es rausgefunden hätten. Aber wieso belastet das die Hanar?
Sie unterhielten geheime Handelsbeziehungen zu den Batarianern und haben die Allianz zu der Station geführt. Wir vermuten, dass die Hanar-Agenten mit Batarianer-Tech entkommen sind. Laut ihren Berichten über die Reaper könnten sie bereits indoktriniert sein. Wer ist ihre Quelle für das alles? Es war ein anonymes Geschenk. Ich vermute von einer Diebin namens Kasumi Goto. Ich bin seit Jahren hinter ihr her. Kasumi? Sie jagen eine Diebin? Eine Meisterdiebin. Mit fast salarianischer Intelligenz und Fähigkeiten. Sie würde das Lob des Spectre, der sie jagt, sicher zu schätzen wissen. Ich brauche nur ihre Daten. Ich bewundere sie. Und da sie mir das geschickt hat, beruht das wohl auf Gegenseitigkeit. Und was soll ich dabei tun? Der Hanar-Agent ist jetzt ein Diplomat auf der Citadel. Ich kenne seinen Namen nicht. Und bei einer offiziellen Anfrage wird er untertauchen. Wir jagen ihn also. Ich verfolge verdächtige Übertragungen zur Hanar-Heimatwelt. Sie könnten mir helfen. Mal sehen, was ich im Spectre-Büro rausfinden kann. Danke, Shepard. Und noch was. Nicht jeder hat ihre Sorge wegen der Reaper angezweifelt. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Wissen Sie noch, als Sie mir geholfen haben, KGs Greybox zu holen? Mit den Informationen, die einen Krieg auslösen können? Etwa Informationen über ein Allianz-Team und ein batarianisches Labor? Ich dachte, die Weitergabe könnte nicht schaden. Zumal da draußen eine indoktrinierte Qualle rumläuft. Noch verrückter als normal. Ich würde sie gerne getarnt begleiten. Vielleicht kann ich ja bei ihrer Aktion behilflich sein. Das würde mich freuen. Und damit machen wir mal wieder was mit Kasumi. Ja, Kasumi ist zurück, auch wenn sie nicht mit bei uns im Team landen wird. Aber wir können mal wieder was mit ihr unternehmen. Und zwar eine indoktrinierte Qualle aufhalten. Ist das nicht schön? Wir schauen aber erstmal kurz hier im Spectre-Terminal nach.